Es ist wieder Zeit, sich schick zu machen. Es ist wieder Zeit, sich in Schale zu werfen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute im Let's Play Bundesliga Manager Professional. Und zwar die Rückrunde der 20. Saison. Schauen wir gleich rein. So, 18. Spieltag. Wir sind auf Platz 1 der Bundesliga. Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Und der Kontostand sieht nicht so gut aus, aber wir haben meines Erachtens ein Heimspiel gegen Werder Bremen und dann kriegen wir noch ein bisschen Geld rein und dann wird das schon was. Unser Stadion ist dann fast komplett ausgebaut, aber das sehen wir dann auch gleich. Also machen wir den 18. Spieltag. Kurz hier eine kleine Aufstellungsrunde. Und dann geht's los. Auf geht's. Die haben uns ja im Hinspiel uns ja ein paar Tore reingeschossen. War sehr unangenehm. Aber Rückspiel sieht gut aus. Alushi, sehr schön. Wir haben auch Matip diese Saison wieder gekauft. Der ist mit drin. Atierson hört nämlich auf und dann haben wir schon gleich uns einen Ersatzspieler geholt. Ja, weil Atierson hat nur einen Einjahresvertrag und hat dann gleich am zweiten Spieltag gesagt, ich hör auf. Sehr gut. 4 Tore gegen Bremen, das sieht gut aus. Mal gucken, wie haben wir den letzten Mal gegen die gespielt? 2-1 verloren, okay. So, Energie Cottbus hat noch ein Nachholspiel. Wir sind aber 5 Punkte vorne, also mindestens 3 Punkte vorne. Und da ist die Winterpause. Die Stehplätze sind abgeschlossen. Sehr gut. Und die Sitzplätze sind abgeschlossen. Und Matip hat sich gleich verletzt. Ein Schienbeinbruch. Nicht so gut. Minus 700.000 fast auf dem Konto. Oder nicht auf dem Konto. Die Einnahmen sind ein bisschen gesunken. Das heißt, mein Sponsor ist weg. Dann gucken wir mal, 85.000, 97.000 ist jetzt nicht so das Wahre, schon gar nicht für 3 Jahre. Wir gucken noch, wir warten noch ein bisschen. So, unser Stadion ist maximal ausgebaut, was die Gesamtkapazität angeht. Die überdachten Plätze werden jetzt auch ausgebaut auf 65.000 Zuschauerplätze. Ja, ich weiß, dass ich kein Geld für Plätze habe, wollte nur gucken, 160.000 pro 1.000. Okay, 160.000. Wenn ich jetzt rechnen könnte, mal 60 sind das 6 Millionen, 9,6 Millionen. Okay, 9,6 Millionen D-Mark brauchen wir insgesamt dafür, um das komplett auszubauen. Wettklo, okay, da brauchen wir nicht gucken. Ich schmeiß Villinger auf den Markt, einfach um schneller Geld wieder zu generieren. Da sind wir so durch. Wir haben 2 Verletzte. Ach ja, Matip hatte sich verletzt. Epstein und Vranjic werden wir einfach mal vertauschen. Und dann geht's los. 19. Spieltag. Gegen... Oh, jetzt habe ich 2 Auswärtsspiele. Da wird gar kein Geld reinkommen. Ich hatte nämlich auf dem Hinweg 2 Heimspiele in der Runde. So, 1-0, 1-1, so schnell geht das. Oh, Epstein und Zivkovic gleich hinterher, eine gelbe Karte. Nein, aber ein Tor, okay. Och, Leute. Och, nee, die sind doch gar nicht so gut. Die sind doch gar nicht so gut, kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, mit Stärke 80 gegen 69. Nee. Naja, man kann auch mal verlieren. 2 verletzte Spieler ist unschön. Wir werden jetzt nicht von unserer offensiven Aufstellung zurückgehen, wenn wir die verletzten Spieler in Abwehr und Mittelfeld haben. Das bringt ja nichts. Okay, 20. Spieltag. Weiter geht's.
Achso, ich wollte noch nach Angeboten gucken. Klar, habe ich jetzt vergessen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Das ist das Gute bei Bundesliga-Manager Hattrick, dass man dann so eine Ampel hat, an der man sieht, oh, da ist noch ein roter Punkt. Und wir sind immer noch Erster. Ah, Schalke hat zwei Nachholspiele, okay. 28. Februar, das heißt, wir sind jetzt schon einmal rum. Ja. Ganz, ganz arg viel. Wie viel wenig Geld haben wir? Boah, was soll denn das? Kriege ja kein Geld. So, Ingolstadt ist an Villinger interessiert. Gut. Ja, verkaufen wir, auch wenn es nicht viel ist, aber wir brauchen den jetzt nicht und sparen wir ein bisschen was. Nicht wirklich was, aber. So, 21. Spieltag, habe ich jetzt gerade hier schon geguckt oder war es eben noch? Machen wir weiter. Die sind immer noch verletzt. So, gegen Hertha. Gegen die hat mein letztes Mal auch gewonnen. Vielleicht schaffen wir es jetzt doch wieder ein bisschen Grund reinzukriegen hier in die Mannschaft. Na, Zivkovic als nächstes. Ah, sieht gut aus. 2-0. Super. Schalke hat ein Nachholspiel nachgeholt. Energie Cottbus und Aalen haben jeweils noch zwei. So, wir spielen gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal. Na dann mal los. Ja, 2-0, Menzeges und Brankic. Sieht gut aus. Ich bin sehr zufrieden, was die Leistung in der Liga diese Saison angeht. Europapokal war halt Mist und DFB-Pokal können wir ja auch noch kriegen. Ne? Machen wir auch. Jetzt habe ich nicht geguckt. Gegen Hertha. Sehr gut. Wie, die haben Heimspiel? Na toll. Obwohl sie auswärts sind. Wäre mal gespannt, ob die das als Heimspiel angerechnet kriegen, aber hier wahrscheinlich nicht. So, 14. März. Wir gucken wieder nach neuen Angeboten. Ne, 91.000. Unter 100 will ich eigentlich nichts machen. Der hat noch Potenzial. So, auf geht's. Ja, Dortmund muss definitiv an die Wand geschossen werden. Die sind irgendwo auf den hinteren Plätzen. Und die sind ja unsere ärgsten Verfolger. Oder wir waren deren ärgster Verfolger in der ewigen Tabelle. Und ich würde sie jetzt nicht mehr als Verfolger zählen, nur weil sie zweiter Platz sind, weil die spielen ja wirklich nicht gut. Tut mir leid für den BVB. 18. Platz, bleibt dabei. So, 23. März, 17. Spieltag. Die sind auch immer noch alle verletzt. Lass mal drin. Ja, da kommen mal Zuschauer, sehr schön. Sehr schön. Papadopoulos. Der müsste doch auch mittlerweile sehr weit vorne stehen in der Torschützenliste. Gucken wir auch gleich mal rein. Na, Wacker macht aber hier starken Angriff. Zivkovic, die fünfte gelbe Karte diese Saison. Meine Güte. Ja, mit dem 2-0 bin ich zufrieden. Wir haben 5 Punkte Vorsprung und theoretisch 3 Punkte Vorsprung, wenn die noch das Spiel gewinnen, das Nachholspiel. Aber vielleicht haben die das auch gegen einen der anderen, die vorne sind. Oh, hier gucken wir kurz rein. Dann Verträge mit Sponsoren. 91.000. Immer noch nichts Besseres. Ach, Mittwoch haben wir dann auch noch. Vielleicht kommt da noch mal ein besseres Angebot. Aber dann muss ich wirklich langsam was annehmen. Leute, ich bin erster Platz. Ich spiele super.
Ja, ich habe ein bisschen Geldprobleme gerade, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich keine Sponsoren habe. Aber wären wir denn nicht für bei Köln Sponsor sein? Leute, wir sind Bio, wir sind klimaneutral und mit uns könnt ihr Greenwashing betreiben, liebe Firmen. So, 28. März. Jetzt müssen wir hier. Und jetzt nehme ich auch einen 91.000 an. Auch wenn er 3 Jahre geht, oder? 2 Jahre, okay. Nehmen wir an. Okay. Gut. Halten wir bei. Hier kriegen wir hoffentlich mal ein. Oh ja. Aber 400.000 wurde mir gesagt, das ist hier top. Oh, 410.000. Wow. Nehme ich sofort an. Ja, ich weiß, ich stehe noch unter Vertrag. So. Da wollte ich nicht, wollte hier reinklicken. Okay. Genau, die Ausgaben sind relativ hoch. Ach, unser Kontostand ist auch wieder positiv. Das ist doch schön. So, 25 Spieltag. Jetzt ist er wieder negativ. Genau. Aber das stört uns nicht weiter. Ah, die sind immer noch verletzt. Schienbeinbruch, Leistenbruch. Und Villinger wird auch wieder verkauft von Ingolstadt direkt. Klar. Und alte Spieler. Löwenkran gibt es auch wieder. Der hat doch bei mir aufgehört. Altersbedingt. Da, schon wieder Kaiserslautern. Die roten Teufel haben wir doch die ganze Saison über schon besiegt. Kommt schon, Leute. Oh, so viele Chancen. Endlich. Fünfte Chance, endlich das Tor. Ich muss bibbern. So, aber wir festigen unseren ersten Platz. 6 Punkte Vorsprung. Sehr gut. Und wir haben den Klassenerhalt gesichert. Wir gucken in die Torschützenliste. Babic hat ein bisschen aufgeholt. Den hätte man auch kaufen können, ne? Papadopoulos und Menzies sind gar nicht so schlecht drauf. Also, das sieht wirklich gut aus. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Schalke ist fertig mit dem, mit den Nachholspielen und ist 4 Punkte hinter uns. Das ist schön zu sehen. Ja, minus 20.000. Okay, und stellen mal wieder neu auf. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann geht's los. Sechste gelbe Karte für Eppstein diese Saison. 6 gelbe Karten. Und ich dachte, Zivkovic ist schon schlimm. Aber keine Ahnung, was da los ist. Eins nur reicht. So, Wiese ist verletzt. Jetzt fehlt nur noch, dass Wessels sich verabschiedet. Und dann haben wir wieder ein Problem. Enke. 54, der hat eine ähnliche. Nee, der ist deutlich niedriger. Mit 26 Jahren und der ist 22. Wäre aber grundsätzlich eine Möglichkeit, den zu kaufen. Kobiaschwili ist wieder da. Okay. Oh, Podolski, 26 Jahre. Leute, macht Platz. Ich muss einen Kredit aufnehmen. Was möchte die Bank für einen Kredit haben? 12 Monate, machen wir 12 Monate. Mal nur 2%. Denn
Das ist keine. Das ist keine ökonomische, sinnvolle Entscheidung oder wie würde man das nennen? Das ist eine Herzensentscheidung. So, für 850.000. Damit werden auf. Leute, ich gebe 120.000 mehr als der. Ich glaub's nicht. Okay. Ich glaub's einfach nicht. So, dann können wir uns auch Enkel kaufen. Schon mal einfach als aus Sicherheitsgründen 640.000. Okay. Für 4 Jahre. Nee, ein Jahr reicht. Okay. Ein Jahr. 6.500. Und den erhöhen wir dann am Ende, am Anfang der nächsten Saison. Gut, 27. Spieltag. Wir setzen wieder entsprechend alles um. Also komm, Podolski, warum ist denn der nicht gekommen? Was soll denn das? Ich habe doch so viel mehr geboten. Oh, Schalke als übler Gegner. Diese Saison. Aber Pizarro will weiter in der Torschützenliste aufrücken. Oder nicht aufrücken, sondern nach vorne. 6 Punkte Vorsprung am 27. Spieltag. Das ist schön zu sehen. So, was ist mit Podolski? Ich darf wieder ein Angebot machen. Also 850 war nicht gut. 877. So, es sind 150.000 mehr. 6, ja, 26, ach so, ein Jahr machen wir auch nur 21.000, okay. Und dann verlängern wir ihn gleich nächste Saison. Er wird ja hoffentlich nicht so viel Stärke dazu kriegen, wobei er wird schon Stärke dazu kriegen. Aber das geht wahrscheinlich auch noch. Kairo hatten wir doch auch schon drin. Meine Güte. So, also wir haben Podolski wieder. Dann ist ja Barbares eigentlich auch schon wieder fast überflüssig. Oder Zuma. Jetzt muss ich auf die Jahre gucken. Ach, Zuma hatten wir jetzt erst verlängert. 54, okay. Den setzen wir runter auf ein Jahr. Ja, man muss dann natürlich schon irgendwie was machen. Man kann ihn nicht bei dem gleichen Gehalt lassen, wenn man ihn da rausnehmen will. Den Vertrag kürzen will. So. Köln, was machst du? Leute, kommt, kommt. Ich bin stumm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist. Kann auch nicht so schwer sein. Es ist schwer anscheinend. Wir haben einen Einsatz. Wir sagen, wir setzen ihn nach vorne. Und wir sagen, Podolski hat Stärke 62. Der ist auch eingesetzt. Ist ein Links-Rechts-Fuß. Gegen Pizarro. Kommt Podolski ins Spiel. In die Mitte, den setzen wir nach vorne und weiter geht's. Das hilft nicht. Nicht gegen Alemannia Aachen, die uns noch mehr reinknallen. Aber Podolski hatte immerhin seine erste Chance und jetzt auch eine Vorlage. Ist auch nicht schlecht. Aber warum ich denn immer gleich so hoch verlieren muss, das weiß ich ja auch nicht. So, das geht wieder runter. Und hier geht es auch wieder weiter. 50.000 Zuschauer gegen Bayern München.
Papadopoulos. Köln hat die Chancen, aber macht die dann rein. Papadopoulos, sehr gut. Na, das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Mankic raus, Notch rein. Du nach vorne, den Einsatz hier erhöhen und raus. Ja. Alushi, sehr gut. Die Chancen sind wieder da, aber ja, sehr gut. Wir behaupten unseren Platz da vorne. Wir haben den UEFA Cup Platz gesichert. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir spielen sehr offensiv. Aber auch aus Gründen. So, und der Schienbeinbruch dauert immer noch an. 30. Spieltag. Gegen Nürnberg. Och, Zivkovic. Erst die 6. Epstein ist da schon ein bisschen weiter als Zivkovic. Köln sollte nicht unbedingt verlieren. Wenn wir Meister werden wollen, Leute, dann liegt das frühzeitig an. Jetzt kommt der Klick. Ein bisschen spät. Wir haben noch auf jeden Fall die 2 Punkte Vorsprung. Also eigentlich 3 Punkte Vorsprung, weil so viel werden die nicht schaffen. 900.000 auf dem Konto. Wir haben ja auch einen Spieler gekauft, auch ein Darlehen aufgenommen. Alles nicht so gut. Mathiasson. Ist Matip jetzt wenigstens wieder zurück? Nein, natürlich nicht. So, das heißt, wir stellen um auf bessere Verteidigung. Ist das eine bessere Verteidigung? 54, 57. Oder machen wir... Gehen wir lieber hier... Nee. Kommt. Was soll der Geiz? Ich ziehe einfach den ein bisschen zurück, dass der in die Verteidigung rutscht. Notfalls. Und dann machen wir hier weiter. 53.000. Ach, Rot-Weiß Essen war letztes Mal so stark. Die haben uns doch auch ins Jenseits geschossen. Kommt, Leute. Es kann doch nicht sein, dass ihr da nichts reinknallt. So schlimm sind die doch nicht. Oh, 4 Chancen, ein Tor. Okay. Endlich. Ja, so sieht's aus. Epstein, sehr gut. Und jetzt wird geschossen. Sehr gut. Köln ist weiterhin auf Meisterkurs. Wer ist wieder zurück? Matip ist wieder zurück. Wir nehmen die etwas defensivere Spielweise jetzt auch an. Auch gegen Energie Cottbus. Denn die hat uns gerade ganz gut getan. Sagte er und es rappelte bei uns im Karton. Ja, zweite Chance. Erstes Tor, Alushi. Also das Mittelfeld ist dabei, hier Tore zu schießen. Und da sind auch die Cottbusser wieder. Das ist auch so eine Art Angstgegner, ich weiß nicht. Aber Cottbus war immer schwierig. Boah, und ihr seht, es ist schwierig. So, wir wechseln für Pizarro Podolski ein. Setzen ihn nach vorne. Setzen Vrankic nach vorne und dann gucken wir mal, ob wir hier noch was reißen können. Podolski hat die Chance, aber da passiert leider nichts. 3-3, okay. Wir sind trotzdem, ach, die sind Zweiter, okay, das wäre natürlich gut gewesen. Das wäre dann der Sieg gewesen, der endgültige Sieg diese Saison. So, ich werde auch nicht ins Trainingslager fahren. Diese Saison. Sind meine Spielerchen wieder fertig, bereit? Papadopoulos nach hinten. Vrankic nach vorne. Mathiasson ist immer noch verletzt. Okay,
DFB-Pokal gegen Hertha im Berliner Münchner Berliner Olympiastadion vor 76.000 Zuschauern. Hertha eigentlich mit dem Heimspiel. Aber wir sind auf Heim gesetzt, aber die machen die Tore. Ja, sehr gut, Ballbahn. 45. steht es 1-1. Sehr gut, Vrankic. Und das war's. Wir sind mal wieder DFB-Pokalsieger. Das 7. Mal, glaube ich, jetzt. Wow. Sehr gut, sehr gut. Lasst mich mal kurz gucken. Ah, Kontostand ist nicht das, was ich suchte. Nein. Okay. Ja, ich glaube, das ist das 7. Mal. Auch wenn es hier noch nicht drin steht. Das wird erst nächste Saison passieren. Okay, die sind alle so verletzt. Wir lassen die Aufstellung so und gehen in die nächste Runde und hoffentlich knallen wir die jetzt irgendwo hin und sind damit wirklich Meister. Unentschieden würde reichen. Ich glaube, ein Unentschieden würde reichen. Aber wir nehmen natürlich auch gerne den Sieg. Da ist der Sieg. Und damit sind wir Meister. Ja, cool. Am 33. Spieltag haben wir es geschafft. Wir sind Meister. Wir haben uns die Meisterschaft gesichert. Noch einmal die Aufstellung korrigieren. Matip spielt jetzt auf jeden Fall statt. Achso, Artierson ist ja noch draußen. Okay. Und dann geht's wieder weiter. Was sagt unser Kontostand? Okay, leicht noch in den Miesen. 34. Spieltag gegen Wolfsburg auswärts. Okay. Reicht für den ersten Platz. 53 Punkte, also ab 50 Punkten kann man Meister werden. Haben wir ja schon festgestellt, dass es einmal nicht geklappt hat, als der Rot-Weiß-Aalen vor uns war. Da haben wir es nicht geschafft, aber ansonsten schon. 13. Juni, ach ja, jetzt sieht es hier auch wieder gut aus. Relegation, wer spielt? Freiburg gegen Frankfurt. Ich wusste gar nicht, dass Frankfurt da hinten rumeiert. Okay, Freiburg, Frankfurt, 4-4, oh Gott, 3-4 nach Elfmeterschießen. Okay, Saisonende. Dann ein kurzes Recap. Wir haben unser Stadion komplett ausgebaut. Jetzt fehlen die überdachten Plätze, 60.000, dafür brauchen wir 9 Millionen. Wir haben einen Kontostand von 1,8, haben unsere Schulden nochmal erhöht. Weil wir Podolski gekauft haben, wir hatten zu dem Zeitpunkt kein Geld für Podolski, hätten wir jetzt ja immer noch nicht. Und haben ihn gekauft. 26 Jahre ist okay mit Stärke 66. Den ziehen wir hoch. Der gehört einfach dazu. Und ansonsten sind wir überall eigentlich gut aufgestellt, was die Leute angeht. Wir müssen ein paar Verträge verlängern. Genau. So, und wie sieht das aus? 3 Monate? Okay. Das passt auch. Dann, der Kontostand ist okay. Dann sagen wir mal, Köln gewinnt die Meisterschaft. Sehr gut. Das heißt, wir spielen wieder bei den Landesmeistern mit. Sind dort qualifiziert. Matthiasson hört auf. Sehr gut. Weil der hat auch nur 17.000 gekostet. So, Enke. Als neuer Torwart. 4 Jahre. 13.000. Machen wir 14.000. Nicht 13.000, sondern... 13.000. Glatt 13.000. Hier kann ich ja drunter gehen. Aidu, 32 Jahre. Stärke 83. Ja. 89.000 mache ich natürlich. Viel zu teuer. Den müssen wir verkaufen. Epstein. Stärke 76.
Der will 54.000. 73 für 4 Jahre. 66 für 3. 60 für 2. 54, 52.000. Das ist jetzt auch schon echt hart an der Grenze. Podolski. Der kriegt jetzt seinen 4-Jahres-Vertrag und darf für 38.000 bleiben. Sehr gut. Menziges, der ist auch stark geworden. Oh ja. Ja, 87.000. Nee, 84.000. Mehr gibt's nicht. Wir brauchen wieder Nachschub. Wir müssen Leute verkaufen. Aber klar, gucken wir uns den DFB-Pokal an. Ach, ich hätte den Europapokal ansteigen müssen. Gegen Wacker Burghausen sehe ich schon. Okay, auswärts gegen Wacker Burghausen. Keine Nachrichten vorhanden. Wir gucken kurz durch. Es sind wieder alle irgendwie verfügbar. Wir stellen einfach schon mal auf. Wir sehen hier, der ist gar nicht mehr so günstig. Vorher ist noch 3 Jahre. Okay. Papadopoulos will nächstes Jahr auch richtig Knete haben. Das heißt, nächste Saison sind wir wieder ein bisschen schwächer unterwegs. Gut, oder auch nicht. Dann, wie sieht es hier aus? Also 7 DFB-Pokale, 6 Meisterschaften. Wir sind weiter vorne, 150 Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund, die ja auch abgestiegen sind. Hier haben wir noch 2 Monate Vertrag. Wir gucken uns an. Wir sind Erster in der Bundesliga. Wir sind hier Sieger geworden. Aber hier diesmal in der ersten Runde ausgeschieden. Also so ein Triple zu holen ist echt nicht einfach. Hier wollen wir ausbauen diese Saison, haben aber kaum Geld dafür. Und die Ausgaben waren jetzt auch nicht gering. Ja, wir sind schon wieder bei 2 Millionen. Das heißt, wir müssen halt Spieler auf den Markt stellen. Und die Spieler heißen Menziges, Aidu. Menziges und Aidu müssen wir auf den Markt stellen. Und dann geht es erstmal wieder. Epstein können wir noch 1 Jahr supporten. Falsch. So, das machen wir gleich, bevor wir es vergessen. Menziges und Aidu auf dem Markt. Okay. Gut. Ansonsten war es das erstmal für diese Saison. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Bundesliga-Manager Professional Let's Play. Und zwar dann in der 21. Saison. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.